Ja, hallo ihr Lieben, grüßt euch. In diesem Video sprechen wir 10 Dinge an, die in der Türkei anders sind, besonders sind. Auf jeden Fall nicht in dieser Art und Weise in der BED vorkommen. Seid gespannt, ich denke mal, das eine oder andere werdet ihr nicht kennen. Hoffe ich zumindest. Ich muss nämlich auch das eine oder andere Mal genauer drüber nachdenken, weil viele Dinge sind Normalität geworden. Und ich lasse euch nicht länger warten. Wir starten mit dem Intro. Einen wunderschönen hier wieder live aus der schönsten Diktatur der Welt. Ich bin der Dennis. Willkommen bei Türkei auf Deutsch. Ja, ich hatte es angesprochen, 10 Punkte, die ich rausgefunden habe oder die Normalität für uns sind. Viele Dinge, registriert man nach so langer Zeit einfach gar nicht mehr. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt schon mit dem ersten Punkt. Luna Park oder Jahrmarkt. Ja, Luna Park, Jahrmarkt. In Deutschland, ich kenne das aus Köln, da haben wir das halt immer so gehabt, da war dann irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen oder eine Woche war dann der Jahrmarkt in der Stadt. Und dann konnte man da halt hingehen, sein Geld da verprassen, die tollen Fahrattraktionen in Anspruch nehmen. Hier haben wir das auch, nennt sich Luna Park, ist aber nicht von Stadt zu Stadt im Wochen- oder 2-Wochen-Zyklus oder Halbjahreszyklus oder zu Ostern, sondern das ganze Jahr auf. Deswegen sind die in der Regel auch nicht so überlaufen, weil man kann halt eben das ganze Jahr hingehen. Mülltonnen. Ja, Mülltonnen. Auch so ein Thema für sich. Die Mülltonnen stehen hier in der Regel vor der Cite. Ist ein bisschen anders gemacht. Wenn es eine Mr. Kiel Villa ist, also eine alleinstehende Villa, dann wird es wahrscheinlich auf dem Grundstück sein. Aber im Regelfall steht es vor der Cite oder eventuell in größeren Citen auch in der Cite. Aber hier in Alanya ist es halt auch oft so, dass es dann halt vor der Cite steht oder am Straßenrand, also ganz wild im Nirgendwo stehen da irgendwelche Mülltonnen. Und Mülltrennung ist da auch so ein Thema. Das gibt es, es findet seinen Einzug, sagen wir es mal so. Also es gibt diese unterirdischen Mülltonnen, wo man drauf dreht, dann geht so ein Schacht auf. Und dann kann man das reintun, dann kann man das auch trennen. Aber das ist eher in Kreisstädten wie Alanya oder so nicht verbreitet. Das findet ihr definitiv in Großstädten, aber in Kleinstädten findet ihr das eher nicht. Also haut einfach alles rein in die Tonne und es gibt ja auch nicht diese Kultur mit dem Schloss auf die Tonne machen. So ein Blödsinn gibt es nur bei euch. Kleine Schäden, scheißegal. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Was? Da ist ein Schaden. Ja. Aber das sind so Bagatellsachen. Im Regelfall sagt die Polizei da auch nichts, wenn da irgendwie ein Katscher im Auto ist oder so. Ja, man kann das machen, aber in der Regel sagt man, komm, fahr weiter, passt schon. Das ist hier so ein bisschen lockerer als woanders, außer es ist es wahrscheinlich ein 150.000 oder 250.000 Euro Mercedes. Da würde man das wahrscheinlich nicht machen, aber so bei einem normalen Auto so 20.000, 30.000 Euro. Wenn man sich die anguckt, die sind alle irgendwo verblötscht. So, das wird in der Regel, ist es einfach so. Mir ist da auch schon mal einer angetitscht, da habe ich auch gesagt, ey, komm, fahr weiter. Ist okay, ja, ist klar, ich hätte das ausnutzen können, habe ich aber nicht gemacht. Aber so ist das halt eben. Ne? Ohne Versicherung, ja, Schäden ohne Versicherung. Also was ich auch kenne von hier, das kenne ich auch so aus Deutschland, BRD nicht, dass man es eigentlich immer versucht, ohne Versicherung zu machen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, ich hätte fast gesagt, da fahren viele Leute ohne Führerschein. Nein, Quatsch. Es gibt ja auch Leute, die einen Führerschein haben. So ist es nicht gemeint. Nein, aber in erster Linie versucht man das irgendwie so zu machen. Kleinigkeiten oder so. So Riesenschäden, die ins Unermessliche gehen, natürlich nicht. Aber man versucht es ohne Versicherung abzuwickeln. Weil wenn man es über Versicherungen abwickelt, über eine Vollkasko zum Beispiel, dann hat man das Auto als Unfallauto. Und beim Wiederverkauf wirkt sich das negativ aus und ihr kennt das bestimmt. Ein Unfallwagen bringt nicht so viel beim Wiederverkauf wie ein unfallfreier Wagen, ne? Deswegen macht man das eigentlich eher ohne. Deswegen ist es auch keine Garantie, wenn da steht unfallfrei. Es kann trotzdem ein Unfall sein, okay? Unsere Kfz-Kennzeichen. Ja, unsere Kfz-Kennzeichen haben keine Buchstaben. K für Köln, B für Berlin, M für München, HH für Hansestadt Hamburg etc. Wir handhaben das mit Zahlen. Alanya gehört als Kreisstadt noch, ich sage bewusst noch, zu Antalya. Deswegen haben wir die 07, die
größten sind beispielsweise 34, Istanbul, Ankara ist die 6. Was haben wir noch? Adana ist, wie heißt es gleich? 1. Adana ist 1, klar, Logo. Giresun hat die 28 zum Beispiel. Trabzon 61, Bizerje. Trabzon. Und so ist das halt geregelt. Bei den Gästekennzeichen ist dann halt erstmal die Kennung 07, also für die Stadt zugeordnet, der Großstadt zugeordnet. Sagt jetzt nichts aus, wo ihr jetzt wohnt, weil das ist im Prinzip so groß wie ein Bundesland, könnte man so sagen. Wir haben halt 82 ja, Großstädte. Alanya ist auch auf dem Weg zu einer Großstadt, deswegen wird da wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft ein Kennzeichenwechsel anstehen. Ich glaube, es ist mittlerweile sind wir, glaube ich, bei der 85 oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall, das ist Stand der Dinge, was das angeht. Ausländer haben hier die Besonderheit, dass es MA und MB und MC gibt, also 07 MA und dann eine Nummer, die random ist, also willkürlich. Ja. Daran erkennt man schon, hey, es ist ein Ausländer, es ist ein Gästekennzeichen, Misafir Plakasse heißt das. Ja, und das ist halt die Besonderheit. Und normale amtliche Kennzeichen, wie zum Beispiel bei meinem amtlichen Kennzeichen 07 ATA, also ATA, das war auch random. Und ja, so werden die halt vergeben. Und dann danach ist dann wahrscheinlich ATB dran und danach ATC und so geht das halt immer weiter. Papp-Polizeiautos. Ja, wir haben Polizeiautos, die aus Pappe sind. Ich glaube, die sind aus Pappe oder auf jeden Fall aus Kunststoff. Und zwar, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr über die Autobahn fahrt. Da habt ihr dann so Papp-Polizeiautos stehen, wo da so ein Polizist davor steht, so halt, passt auf, fahrt langsam, etc. pp. Da denkt man im ersten Moment, was ein Bullshit, wer soll da drauf reinfallen? Ja, das ist aber Sinn der Sache, glaubt mir das. Und zwar folgendes. Es gibt manche Polizeiautos, die haben da auch eine Radarmessung drin, also beziehungsweise eine Kamera eingebaut. Gibt es auch. Ist vielleicht in 10% der Fällen so oder in 5%. In der Regel sind die wirklich nur aus Pappe und ja. Und alles gut. Ja. Und im Winter, beziehungsweise bei Dunkelheit, sind die oftmals auch beleuchtet. Und dann ist es dann halt schon so eine Sache, wenn dann rechts am Straßenrand irgendwie auf 200 Meter bei Dunkelheit oder 400 Meter du halt ein Polizeilicht siehst. Kannst du das nicht identifizieren, ob das auf die Entfernung, ob das ein echtes Auto ist oder ob das ein Pappauto ist? Natürlich jetzt hier an denselben Stellen, klar, da fährst du immer wieder dran vorbei, da weißt du das. Aber gerade wenn du in Orten bist, wo du nicht so oft unterwegs bist, da weißt du das nicht. Und das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. EDS-System. EDS-System, ja, ist ja auch ein Radarmesssystem. Und zwar, das misst die durchschnittliche Geschwindigkeit. Ihr habt einen Eintrittspunkt. Und ihr werdet aufgenommen. So, als Beispiel, die Strecke ist 2 Kilometer lang. So, und ihr dürft da nur 110 fahren, also das heißt 120, also 121 plus 10% dürft ihr fahren. So, und ihr kommt am Punkt A rein, ihr fahrt die 2 Kilometer und ihr werdet wieder gefilmt beim Rausfahren. So, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit über 121 war, dann ja, kostet es Geld. So, da gibt es auch kein Foto oder so. Das wird gemessen. So, und dann seht ihr das dann im E-Devlet. Ne? Und ist genau, ich wurde da noch nie geblitzt. Ja, man kann das auch, ja, was heißt umgehen? Kann man, ja, weiß ich nicht. Wenn eine Abfahrt zwischendrin kommt, dann natürlich kann man es umgehen. Aber oftmals ist es halt nicht so. Ihr könnt da auch mit 200 reinfahren, so in die letzten Kilometer fahrt ihr halt mit 50 oder mit 40. Ist ein bisschen unrealistisch, aber es nimmt halt nur den Durchschnitt der gesamten Strecke. Das will ich damit sagen. E-Devlet, der elektronische Staat. Juhu, Big Brother, Big Type is watching us. Und zwar, wir haben E-Devlet, das werdet ihr sicher kennen, der ein oder andere, der hier lebt. Da könnt ihr auch zum Beispiel auch Strafen sehen. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, wie lange ihr noch TÜV habt. Ich muss übrigens meinen TÜV nächsten Monat machen. Das sehe ich da auch. Ihr könnt sehen, was ihr für Strafen offen habt. Ihr könnt Parktickets sehen. Ihr könnt eure Hauptuntersuchungen sehen. Ihr könnt euren Versicherungsschutz sehen. Ihr könnt all das sehen. Ihr könnt ja auch die Strafen von da aus bezahlen. Und ja, ist eigentlich ganz praktisch. Ist zwar auch irgendwie ja, ein Kontrollinstrument nicht. Ihr seht einen Teil von dem, was der Staat will, dass ihr sehen könnt. Dabei ist natürlich noch viel mehr.
von euch als dort drin ist, aber dort könnt ihr halt alles sehen. Wassertonnen, ja, das hat der ein oder andere auch gesehen. Das kommt Gott sei Dank immer ein bisschen mehr aus der Mode. Ich finde es so schrecklich, diese meist gelben, widerlichen Wassertonnen auf dem Dach. Meistens mit noch so einer kleinen Mini-Solarpaneele obendrauf. Das ist auch so ein typisch türkisches Ding. Das hat es irgendwie aus der Steinzeit bis in die Gegenwart geschafft. Und zwar, ja, das hat mit Wasserausfall etc. zu tun, aber du hast dann halt einen Wassertank da drauf, 100, 200 Liter. So, und durch Solar, wir haben ja bekanntlich ein bisschen mehr Sonnenstunden, wird das halt erwärmt. Im Sommer nicht so praktisch, im Winter schon besser. Und dann habt ihr halt eine Wasserreserve und dann könnt ihr halt duschen oder was auch immer. Und dafür ist das halt gemacht. Sieht natürlich richtig scheiße aus auf dem Dach, aber es hat auf jeden Fall praktischen Nutzen. Das kenne ich auch nur von hier. Abflüsse. Last but not least, Abflüsse. Das ist auch eine Sache, die kenne ich von hier, die kenne ich aus Deutschland nicht, die ich aber wirklich mega praktisch finde, und zwar Abflüsse. An Balkonen, an Terrassen, im Badezimmer sind Abflüsse. Ja, das kenne ich aus Deutschland nicht. Das ist eigentlich mega praktisch. Jetzt überleg mal, ihr habt ein im Badezimmer. Und ihr wollt das nass wischen, ja, dann müsst ihr das trocknen lassen. Und wenn ihr da nicht so ein tolles Wetter habt, dass es da irgendwie 35 Grad ist, dann dauert das einen Moment. So zieht ihr das mit dem Abzieher direkt in den Abfluss, trocknet, dann habt ihr da nicht diese Lache, ihr müsst nicht mit dem Aufnehmer gehen oder so. Das gleiche auch auf dem Balkon. Da geht ihr dann einfach ganz entspannt mit dem Schlauch, spritzt alles ab, pop, 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 pop. Oder schrubbt es mit dem Schrubber. Und dann zieht ihr das mit dem Abzieher ab in den Abfluss. So, wunderbar. Da habt ihr das Ding immer sauber und das ist auch eine Sache. Die finde ich wirklich mega, mega praktisch und das kenne ich auch wirklich nur von hier. Das soll es mit den 10 Punkten fürs Erste gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, Glöckchen nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bleibt mir gewogen. Bis dahin habe ich die Ehre. Ciao, Leute.